verwüstete der Hurricane über der Inselgruppe laut den Vereinten Nationen auch mindestens 70.000 Menschen dringend Hilfe. Heute Mittag traf der Sturm auf die Südostküste der USA. Allerdings hat er deutlich an Kraft verloren und wurde auf die niedrigste Kategorie heruntergestuft. Meteorologen warnen zwar weiter vor lebensgefährlichen Windböen, dennoch scheinen die USA dieses Mal glimpflich davongekommen zu sein. Vor allem der Bundesstaat Alabama. Wobei Alabama eigentlich nie vom Hurrikan bedroht war, sagen alle, außer dem US-Präsidenten, der dafür einen zweifelhaften Beweis präsentierte. Und nun gibt es jede Menge Witze rund um schwarze Filzstifte. Warum, zeigt Katharina Kuhne. Man nehme eine Karte, einen Filzstift und Twitter. Fertig ist das Sharpie-Gate. Was es damit auf sich hat, der Reihe nach. Vor wenigen Tagen hat der US-Präsident auf Twitter behauptet, auch Alabama könnte sehr hart von Hurricane Dorian getroffen werden. Auf offiziellen Vorhersagen war davon aber nichts zu sehen. Auch der Wetterdienst des US-Staates widersprach. Alabama wird keine Auswirkungen von Dorian spüren. Doch anstatt zurückzurudern, präsentiert Trump selbstbewusst diese Karte. Dank der nachträglichen Ergänzung mit einem schwarzen Filzstift ist Alabama hier in der Gefahrenzone. Ich weiß, dass Alabama in der ursprünglichen Prognose dabei war. Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 95% angegeben. Es stellt sich nun heraus, dass dies nicht der Fall ist. Der Hurricane hat eine Rechtskurve die Küste hinaufgemacht, aber Alabama hätte schwer getroffen werden sollen. Auf Twitter löste The Real Donald Trump damit einen echten Shitstorm aus. Viele zeigten kurzerhand, was mit einem Filzstift, im Amerikanischen auch Sharpie genannt, so alles möglich ist. Erfolge beim Golf beispielsweise, Massen bei der eigenen Amtseinführung und selbst Händchenhalten mit Melania. Bleibt noch die Frage, wer wohl auf der Hurricane-Karte den Stift angelegt hat. I don't know. Ich weiß es nicht, antwortete Trump darauf nur knapp. Auf Twitter aber hat man eine ganz andere Antwort gefunden.